Schneeschippen auf der A2 in Sachsen-Anhalt. Nach einem Unfall greifen die Polizisten hier selbst zur Schaufel. Dichter anhaltender Schneefall führte am Freitagabend in weiten Teilen Norddeutschlands zu Chaos auf den Straßen. Auf der völlig verschneiten A2 kam der Verkehr teilweise zum Erliegen. Mehrere Autos kamen ins Schleudern oder rutschten von der Fahrbahn. In den meisten Fällen blieb es jedoch bei Blechschäden. Auch in Brandenburg bildete sich in der Nacht eine dichte Schneeschicht. Bei Wollin überschlug sich ein Fahrer mit seinem Wagen. Bei Zieser rutschte ein BMW-Fahrer mit seinem Sportwagen in die Leitplanke. In beiden Fällen gab es je eine leicht verletzte Person. Unfälle auch in Niedersachsen und Schleswig-Holstein. Allein in Schleswig-Holstein zählte die Polizei mehr als 70 Glätteunfälle bis zum Freitagabend. Pech hatte nicht nur dieser Autofahrer in Oldenburg, auch für Bahnreisende gab es schlechte Nachrichten. Auf einigen Strecken musste der Fernverkehr vorübergehend eingestellt werden. Mehrere Orte in Schleswig-Holstein und Niedersachsen waren die ganze Nacht nicht mit Fernzügen erreichbar. Probleme machten auch eingefrorene Weichen. Beim Metronom in Niedersachsen ging bis 9 Uhr am Samstagmorgen deshalb gar nichts. Währenddessen kämpft Süddeutschland mit Hochwasser nach ausgiebigen Schneefällen und Regen. In Heidelberg stiegen die Wasserstände schon am Freitag rasant an. Für das Wochenende drohen noch höhere Pegel. Auch in Bayern kam es zu Überschwemmungen. Für den Alpenrand gibt es eine Unwetterwarnung. Bis Sonntag werden durch Regen und Schneeschmelze zwischen 100 und 180 Liter pro Quadratmeter erwartet. Mehr Nachrichten und Breaking News nur bei Bild. Schau dir hier das nächste Video an und vergiss nicht zu abonnieren.